Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Airborne Kingdom, Kingdom, immer noch. So. Dann fangen wir doch direkt an. Wir hatten in der letzten Folge noch schnell da die beiden neuen Flügel in Auftrag gegeben. Einen haben wir noch fertiggestellt. Nummer 2 ist da gerade eifrig dabei. Und jetzt haben wir einen Auftrieb von 115. Vielleicht sollte ich auch noch ein paar Paddel da bauen. So ein paar Paddel. Was haltet ihr davon, wenn wir da so ein paar Paddel bauen? Damit unser Flieger mal so ein bisschen schneller wird. Wäre das eine machbare Sache? Ich überlege gerade hart, ob ich da noch vorher dann irgendwie Wege da irgendwie dran setze, hier so, oder ob ich die nutze, die... Warte. Die stehen da gerade so schön in der Luft rum. Weg. Ich würde sagen, ich mache das einfach mal so. Wir machen hier noch Weg dran. Und das machen wir dann hier auch. Na. So. Sehr gut. Und dann würde ich im Bereich Antrieb hier so ein Ruder. Nicht Paddel, sondern Ruder anbringen. Wir kriegen da auf, zumindest hier in der Gegend oder da an der Ecke auch nur noch jeweils eins hin. So, habe ich das richtig gemacht auf der Seite da? Ja, das sieht gut aus. Cool. Dadurch dürften wir jetzt auch wieder ein bisschen schneller werden. Wie sieht es denn so in der, mit der Waage aus? Ich glaube, ganz gut. So, und wir müssen Dinge suchen. Die brauchen da irgendwie, weiß ich nicht. Da braucht die nochmal Windpropeller. Genau. Da müssen wir hin. Da irgendwo, huch, soll einer sein. Ich mach mal hier die Karte wieder aus, sonst Frage. Ne, ich muss die, Entschuldigung, ich muss die nochmal anmachen. Ah ja, ich muss mich wieder um 180 Grad drehen. So, Moment. Wir müssen hier lang, mein Freund. Mach doch mal einfach mal so rum. So, dann drehe ich mich wieder mit. Haben wir alles? Jein. Ich würde sagen, wir tanken mal so ein bisschen Wasser nach. Vorsichtshalber. So, hier wird gejubelt. Ach ja, genau. Da hatte ich ja für einen Wohnraum gesorgt. Das sieht echt cool aus jetzt hier, ne? mit den Dächern, die sich da jetzt dadurch ergeben haben. Gefällt mir durchaus. So, dann mal hier ein paar Flieger losschicken, damit wir uns mit Wasser versorgen können. So. Wir gucken uns mal bei der Gelegenheit hier noch so ein bisschen um. Ich glaube, die Wasserspeicher sind auch stapelbar, wie überhaupt so das ein oder andere Lagergebäude. Ne? Ich meine, auch hier bei den Nahrungsspeichern wäre die Möglichkeit gegeben, die, glaube ich, zu stapeln. Zumindest irgendwie eins noch draufzusetzen. Da wird eifrig jetzt das Wasser durch die Gegend getragen. Finde ich ganz nett. So, wie sieht es aus mit unserem Wasser? Wir sind fast voll. Das sieht schon nicht schlecht aus. Also, ich muss schon sagen, also ich bin schwer beeindruckt. So, Wasser? Ja. Ich glaube... Oh, nee. Ich glaube, wir haben's. Technologiebaum öffnen. Ach ja, da hatte ich ja auch was gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, weniger... Genau, wir brauchen 40% weniger Wasser pro Haushalt. Das trifft sich gut. Das gleiche machen wir jetzt hier mit der Nahrung. Dauert natürlich dann auch seine Zeit, aber boah, ist halt so, ne? Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, das so zu tun. Ich müsste mich mal ein bisschen in diese Richtung drehen. In der Hoffnung, dass wir dann da irgendwo... Sieht dort sehr zerklüftet aus, da hinten. Und ich habe nicht nach Kohle Ausschau gehalten. Haben wir noch genügend Kohle?
Nicht, dass ich da jetzt ein bisschen zu blauäugig war. Mach mal kurz Folgendes. Ich spreche mal ganz kurz. Eigentlich verlassen, fortfahren. Für den Fall des Falles, dass, also hier an der Stelle kann ich noch früh genug umkehren, um irgendwo Kohle zu ergattern, weil ich sehe hier nichts. Da hinten ist irgendwas Interessantes. Wir sind hier im Niemandsland, wenn man so will. Hier ist weit und breit nichts zu sehen. Gut. Wir schauen mal. Vielleicht reicht's ja. Ansonsten, wir haben gespeichert, also für den Fall des Falles, da muss ich halt nochmal ansetzen und so, dann war ich etwas zu optimistisch. Ansonsten, wenn es klappt. Ich bin wieder ein Quell der Weisheit, das ist sagenhaft. So, ja, da wird auch einfach gerudert und mit den Schwingen geschlagen und allem. Jo. Okay, wir sind so halbwegs auf dem richtigen Weg. Ich müsste dann nochmal so ein klein wenig Richtung Steuerbord spazieren. Nein. So. Da hinten, das könnte. Ja, weiß ich nicht. Es könnte ein anderes Königreich sein, es könnten aber auch einfach nur irgendwelche Felsen sein. Das ist, glaube ich, im Augenblick alles möglich, so von der Sicht gesehen. Huch! Vorbereitungen auf die Hochlande. Als wir uns mehr und mehr von unserer Heimat entfernen, erhebt sich das Land gen Himmel und wird zerklüftet. Einer unserer Bürger hat von diesem Ort gehört. Wir ermutigen ihn, uns davon zu erzählen. Dies sind die Hochlande, eine weitläufige Kette aus Schluchten, in diesen Gefilden wurden uralte Königreiche erbaut, die noch existieren müssen. Offenbar erwartet uns weniger Nahrungsquellen als üblich, also sollten wir uns entsprechend vorbereiten. Ja, na gut, dass wir noch ein bisschen Wasser nachgetankt haben. Das ist, schwierig. Sehr schwierig. Ein ganz mulmiges Gefühl im Augenblick. So, Karte, was sagst du? Wie weit bin ich? Wir sind ne, wirklich hier so mitten im Niemandsland. Das sind dann so diese Hochlande. Nun gut. Warte aus. Was macht da hinten so eine Windmühle? Vor allen Dingen, ja, weißt du, Effizienz, ne, hochtechnisiert, lachen sich über unsere Technik kaputt, aber Dinge reparieren, nö. Das kriegen sie nicht hin. Ja, da müssen wir jetzt hier uns irgendwie, Gott weiß wo, ja, rumtreiben, sind hier am Limit, ja, kurz vorm Ableben. Und nur weil die da so eine Windmühle brauchen. Jetzt sind wir die richtigen Strategen. So. Ich will da meckern. Meckern kann ich gut. Ich nichts kann, aber meckern geht prima. Ja. Hochlande. Ich bin mehr so im Niemandsland hier. Das ist alles ziemlich flach im Augenblick hier unter uns. Und sehr öde. Das kommt noch dazu. Ich sehe hier kein Wasser, ich sehe hier nichts. Nicht mal Kohle. Aber ich mag diese Wandteppich oder sagen wir überhaupt diese Teppichstruktur. Ne? Das finde ich ganz witzig gemacht. Bewegen wir uns so halbwegs in die richtige Richtung? Das sieht so aus, als wenn da irgendwie nichts wäre. Hier ist irgendwie, das sieht eher so aus, als wenn hier die Spielkarte, also ne, das Spielfeld zu Ende wäre. Spielkarte, voll. Sehr, sehr seltsam.
Richtig. Hä? Ich glaube, wir sind irgendwie schon zu weit, kann das sein? Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich hier wirklich richtig bin. Ich meine ja, ne, diese Felder da oder diese Fläche, das ist immer nur so ungefähr, ne, wo was sein könnte. Das heißt dann noch lange nicht, dass wir an der richtigen Stelle suchen. Ein Fragezeichen ist da. Und wenn ich danach gehe, müsste ich... Moment. Mich so orientieren. Ja genau, wir müssten hier so ein bisschen backbordtechnisch uns bewegen. Man hat auch sonst irgendwie schon mal irgendwas gesehen, denn bei den anderen Geschichten, wo irgendwas gesucht werden musste, das bin ich schon wieder nicht richtig. Ich stelle mich hier im Augenblick so besonders dösig an, kann das sein? Richtig. Jetzt pausieren. Da so müsste ich lang. Also wenn ich jetzt nach dem Fragezeichen gehe, ne? So, schauen wir mal. Karte. Wandert das weg? Also ne, wandert das mit? Oder wie? Oder was? Ah, okay. Jetzt bin ich zumindest so, ne, im Ort oder in der Nähe von diesem Fragezeichen. Das muss nichts heißen, das ist einfach nur die Markierung oder so hier, ne, in diesem Feld. Er hat mich gerade so eine Fliege. Aber hier irgendwo, vielleicht auch hier irgendwo, müsste was sein. Wie sieht es kohletechnisch aus? Wir haben im Augenblick noch alles im grünen Bereich. Problem ist natürlich auch, wir kommen nicht wirklich weit. Also hier diese Rundumsicht, die ist jetzt nicht so riesig. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. Da ist ein Wald. Das ist ein Kohlevorkommen. Vollkommen schnurz, ich fliege jetzt dahin. Hinten, das könnte ein Königreich sein. Wir müssen uns erstmal versorgen. Was ist das? Das soll, ist das jetzt nur so, die Vögel, oder soll das so eine Art Markierung sein? So ne, der Wink mit dem Zaunpfahl. So, ein Quälgeist weniger. So, ich schicke schon mal meine Flieger los. Damit die hier Kohle bunkern können. Und ja, da muss ich mal gucken. Also das könnte jetzt ein bisschen eine etwas längere Geschichte werden, glaube ich. Ne, die Vögel, die machen das, was zu tun. Sie fliegen in der Luft. Sie sind also nicht irgendwie stationär da irgendwie an einer Stelle, um da irgendwas zu markieren, was auch immer sein mag. Sodele, okay.
Wasser- und nahrungstechnisch sieht es noch gut aus. Das andere sind Dinge zum Bauen. Das ist erstmal unwichtig oder zumindest jetzt erstmal nicht so, ne, nicht überlebensnotwendig. Lass mal so rum. So, wie sieht's aus? Ach, wir sind voll. Dann, weiter geht's. Wir sind voll. Voll ist immer besser als leer. Gott, das ist ja fast voll. Wir sind voll. Was ist das denn Schönes? Kleine Siedlung. Am Rande einer Klippe entdecken wir noch eine Schar Hochlandsiedler. Vielleicht möchten einige Teile unseren Groß... Vielleicht möchten einige Teil unseres großen Rats werden. Nee, später. Ich brauche jetzt erstmal alles Mögliche, nur keine weiteren Siedler. Ich weiß, wir müssen da drauf achten, auch, ne, weil wir ja wachsen wollen, müssen und so. Wir müssen eine gewisse Anzahl erreicht haben, aber das ist jetzt erstmal für mich in meiner jetzigen Situation uninteressant. Was ist denn hier? Erzvorkommen? Okay. Ja, Moment. Habe ich da noch Möglichkeiten? Dann würde ich sagen, bauen wir mal so ein bisschen Erz ab. Wenn sich das hier gerade anbietet. Dann ergeben sich da unter Umständen auch weitere Möglichkeiten. Ich gucke immer mal, also nicht wundern, wenn ich jetzt hier so mein Königreich so ein bisschen links liegen lasse. So unser Königreich vielmehr. Aber. Wir brauchen Dinge, die ich im Augenblick nicht sehe. Dafür finde ich alles andere. So, wie sieht's aus? Da sind jetzt noch 12 verbleibend. Oder kriegen wir mit? Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Da packen wir auch. Oder auch schon wieder hier so eine Ruine gefunden. Wie gesagt, ich entdecke hier alles, ne? Nur nicht die Windmühle. Ja, wie geht das jetzt hier weiter? Macht ihr hier irgendwie? Ihr braucht hier Stunden für die paar Krümel Erz da unten. Strengt euch mal an. Ihr Luftakrobaten, ihr. So. Leer, ja, das wollte ich doch gemeint haben. Cool, dann direkt ein Türchen weiter. Dackel, 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 dackel. Mal schön dahin. Und hier einmal Arbeiter schicken. Um Ruinen zu finden. um Relikte in der Ruine zu finden. So rum. Oh mein Gott. Das Wasser. Gut. Also wird ja gesagt, hier soll nicht so viel zu finden sein, aber es reicht. Erstmal so. Ne? Was ich hier so sehe, so die wichtigsten Dinge sind auf jeden Fall vorhanden. Möglicherweise nicht so in der Menge, wie wir das sonst so gewohnt sind. Das mag sein. Aber noch verdursten und verhungern wir hier nicht. So, Arbeiter ist der ist jetzt aber. Aber kriege ich den Vogel hier oben, also unseren Vogel. Relikte gefunden. Wie viel? 5. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Sehr schön. So. Ja, dann weiter geht's. Das ist so sehr, sehr cool. Da haben wir jetzt 17 von. Ich rufe noch mal die Karte auf, weil wir sind jetzt definitiv hier also aus dem Bereich raus. Und dann müsste ich mal so ein bisschen... Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Versuchen wir wieder in dieses Gebiet reinzukommen. Und die Augen offen halten. Muss doch irgendwas Auffälliges sein.
Das ist ja hier eine reinste. Das ist hier nur irgendwie so eine Trümmerlandschaft, aber. Das ist nur eine Siedlung, ne? Das ist ja eine unbekannte Siedlung zu weit weg. Ich klicke da mal so, einfach mal so blind rein. Ne, das war nicht ganz richtig. Yes, es. Bin ein bisschen ratlos. Komm ich offen zu. Meinst du, gut und schön, wenn die Sachen ein bisschen schwieriger werden? Also, dann sollte schon irgendwo was zu entdecken sein, ne? Also was so ins Auge fällt. Und ich hatte jetzt erst gedacht, so, ja gut, ne, hier so vielleicht, wenn es jetzt nicht in dieser Trümmerlandschaft was zu finden ist, dann vielleicht hier so, wo die Hochlande da anfangen, vielleicht haben wir da die Chance. Aber hier ist irgendwie nichts. Hä? Echt ratlos. Bin ich zu weit? Ne, das ist Wasser, da ist weiter nichts. Hier mal. Ja, also sorry, wenn ich das hier im Augenblick so den Boden abscanne, aber anderes bleibt mir, glaube ich, im Moment nicht übrig. Als dies zu tun. Ja. Weiß ich auch nicht. Also jetzt bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Ich habe ja noch großartig hier erzählt, ne, von wegen so, ne, also ich schneide nicht in Spielen, das mache ich auch nicht. Und gut, ich habe ja die eine Sache hier offscreen gemacht, hier mit dem Umverteilen, das hatte ich ja entsprechend angekündigt, dass ich das mal machen werde. Ich bin schon fast versucht, die Geschichte hier offscreen zu machen, hier mit der Suche, weil irgendwie, das ist jetzt nicht so ergiebig, hier in diesem auch relativ, Moment, in diesem relativ großen Gebiet, es kann auch da sein, ne, durchaus, das war auch gerade so meine Überlegung, nochmal zurück und dann hier gucken, weil hier in diesem Trümmergebiet ist nichts. Ja. Also folgender Vorschlag, Moment, ich bin sowieso kurz, so mehr oder weniger raus für heute. Der war's. So, ich kann es mir nicht merken. So, ja, hi. Ich bin versucht hier, ne, ihr seht es vielleicht nicht mehr so ganz hier, aber hier unten in dem Bereich da, wo da diese anderen Möpse dazu. Oh Gott, nein. Möppels. Pünktchen, was auch immer, da zu sehen sind. Versucht da mal zu gucken. Also Vorschlag meinerseits, das machen wir dann in der nächsten Folge noch. Wir fliegen dann einfach mal hin. Gehen wir da näher auf diese dreifache Geschwindigkeit. Und schauen uns da mal um, in der Hoffnung, dass wir da fündig werden. Weil wir haben ja hier, ne, ihr habt selber gesehen, ich habe hier alles irgendwie so abgegrast, mehr oder weniger, so hier in diesem Trümmergebiet. Es kann natürlich, ne, ich meine, der Radius hier ist auch noch gegeben. Vielleicht. Ja gut, wir machen folgendes. Wir gucken, wenn wir jetzt gerade mal hier sind. Wir gucken erstmal hier nochmal, ob ich da noch nicht vielleicht irgendwas übersehen habe. Sollte das nicht der Fall sein, sollte es hier tatsächlich nichts geben, dann wäre der Weg hierhin und wenn da dann auch nichts gibt, dann würde ich dann irgendwie offscreen weiter gucken, um zu sehen, wo ist sie denn jetzt letzten Endes, ne? Weil sonst wird das hier irgendwie endlos und für euch ja dann auch was sehr langweilig. Also für mich ja schon langweilig, dann nur zu gucken und sagen, wo ist sie denn jetzt? Gut, das soweit dazu. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für deine Unterstützung natürlich auch. Ne? Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Freut mich sehr, wenn ihr hier weiter dabei seid und das hier so mitverfolgt mit unserem fliegenden Königreich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Besprochen haben wir ja dann, was uns da so erwarten wird. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, 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 alles Gute und genießt die Zeit.